Österreich, die Zweite Republik von 1983 bis 2016, also von der Rot-Blauen Koalition bis zu einem neuen Bundespräsidenten. Kommen wir als erstes zur Innenpolitik, zur SPÖ-FPÖ-Koalition und Stimmenzuwächsen dann der FPÖ. Unter einer absoluten Mehrheit versteht man im Zusammenhang mit den österreichischen Nationalratswahlen, dass eine Partei über mehr als die Hälfte aller Abgeordneten im Parlament als im Nationalrat verfügt. Und diese Partei kann dann, wenn sie die absolute Mehrheit hat, weitgehend alleine wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel die Wahl eines Bundeskanzlers, einer Bundeskanzlerin im Parlament treffen, da sie ja mit den eigenen Abgeordneten über eine eigene Mehrheit verfügt. Da Verfassungsgesetze aber besonders wichtig sind, benötigen sie bei deren Beschluss nicht nur mehr als die Hälfte, also eine absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sondern darüber hinaus auch über eine Zweidrittelmehrheit. Und in der Regel hat in demokratischen Staaten kaum eine Partei alleine eine Zweidrittelmehrheit, um Gesetze ändern zu können. Mehrere Parteien müssen sich dafür auf ein solches Verfassungsgesetz dann einigen. 1983 verliert die SPÖ bei den Nationalratswahlen die absolute Mehrheit und Bundeskanzler Bruno Kreisky tritt zurück. Die FPÖ wird durch eine Koalition mit der SPÖ erstmals eine Regierungspartei. Und diese SPÖ-FPÖ-Koalition zerbricht 1986, als Jörg Haider die Führung der FPÖ übernimmt. In den folgenden Jahren wenden sich zahlreiche Mitglieder und Politikerinnen der SPÖ, wie etwa Bundeskanzler Franz Vranitzky von der SPÖ, er ist es eben von 1986 bis 1997 Bundeskanzler, diese wenden sich gegen eine Koalition mit der FPÖ. Und wenn die SPÖ weiterhin in einer Regierung vertreten sein will, kommt aus Sicht vieler SPÖ-Vertreter in der Regel nur eine Koalition mit der ÖVP in Frage, um die für die Regierungsarbeit notwendige Mehrheit im Nationalrat, also im Parlament, erreichen zu können. Eine Koalition aus SPÖ und Grünen verfügt in diesem Zeitraum über keine ausreichende Mehrheit im österreichischen Nationalrat. Und dies erleichtert es wiederum der ÖVP, eigene Bedingungen hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit der SPÖ durchzusetzen, da ja die SPÖ auf die ÖVP angewiesen ist. Unter Jörg Haider als Parteiobmann kann die FPÖ durch zum Teil besonders heftige Kritik an den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP immer mehr unzufriedene Österreicher für sich als Wählerinnen und Wähler gewinnen. Mit dem Aufzeigen tatsächlicher oder angeblicher Missstände und dem Aufdecken der angeblich dafür Verantwortlichen, wie den Regierungsparteien, Migranten, Asylwerbern und Sozialhilfeempfängern, kann die FPÖ ihren Stimmenanteil bei verschiedenen Wahlen immer wieder ausbauen. So wird zum Beispiel 1999 die FPÖ in Kärnten mit 42% der abgegebenen Stimmen erstmals in einem österreichischen Bundesland die stimmenstärkste Partei. Ich komme jetzt zur sogenannten Waldheim-Debatte. 1986 kommt es zur sogenannten Waldheim-Debatte. Einige Historikerinnen und Historiker sprechen auch von der sogenannten Waldheim-Affäre. Kurt Waldheim, er lebt von 1918 bis 2007, ist ein österreichischer Politiker und Diplomat, der unter anderem in den Jahren 1968 bis 1970 österreichischer Außenminister und von 1972 bis 1981 sogar an der Spitze der UNO als deren Generalsekretär steht. 1986 wird Kurt Waldheim, der Kandidat der ÖVP, bei den damaligen Bundespräsidentschaftswahlen. Während des Wahlkampfes beschuldigen einzelne ausländische Medien und internationale Organisationen Waldheim sei als Soldat an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen. Vertreterinnen und Vertreter der SPÖ versuchen diese Diskussion zu nutzen und dem eigenen Kandidaten bei der anstehenden Wahl Vorteile zu verschaffen. Im Zuge dieser Diskussion äußert sich Waldheim anfänglich nur zögerlich und unvollständig über seine Zeit als Soldat während des Zweiten Weltkriegs. In Teilen der Bevölkerung entsteht der Eindruck, ausländische Gruppen würden den Österreicherinnen und Österreichern vorgeben, wer zum Bundespräsidenten gewählt werden soll. Die ÖVP nutzt in diesem Zusammenhang Wahlkampfaussagen auf Plakaten wie "Wir Österreicher wählen, wen wir wollen" und jetzt erst recht. Kurt Waldheim kann sich schließlich im zweiten Wahlgang mit ungefähr 54% durchsetzen und ist von 1986 bis 1992 Bundespräsident Österreichs. Die USA setzen Kurt Waldheim auf die sogenannte Watchlist und verweigern ihm damit die Einreise als Privatperson. Und viele westliche Staaten folgen diesem Beispiel der USA und sprechen keinerlei Einladung an das Staatsoberhaupt aus. Und der österreichische Bundespräsident wird international gemieden, zumindest im Westen, und ist damit dann auch isoliert. Die meisten offiziellen Staatsbesuche
unternimmt Waldheim in die Staaten des kommunistischen Ostblocks und in arabische bzw. islamische Staaten des Nahen Ostens. Und die österreichische Regierung setzt eine Gruppe von Historikern aus mehreren Staaten ein, das ist die sogenannte Historikerkommission, die dann untersuchen soll, ob Kurt Waldheim während des Zweiten Weltkriegs an Kriegsverbrechen beteiligt ist und inwieweit er darüber informiert war. Die Historiker finden keine Beweise dafür, dass Kurt Waldheim selber an Verbrechen beteiligt war. Kurt Waldheim hatte aber während dieser Zeit, im Zweiten Weltkrieg, die Möglichkeit, an Informationen über bestimmte Kriegsverbrechen zu gelangen. Eine Folge dieser Waldheim-Debatte ist, dass ab dieser Zeit in der österreichischen Bevölkerung die Rolle des eigenen Landes, also Österreichs, während der NS-Zeit immer wieder diskutiert wird. Es entsteht in Teilen der Bevölkerung ein Verlangen nach Aufarbeitung dieser Zeit und untersuchen, inwieweit auch wirklich Österreicherinnen und Österreicher am Verbrechen des Nationalsozialismus beteiligt sind. Ich komme jetzt zur Außenpolitik, zur Ostöffnung, zum EU-Beitritt, zum Euro und der sogenannten Flüchtlingskrise. Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa ab dem Jahr 1989 eröffnen sich neue politische und wirtschaftliche Möglichkeiten für Österreich. Österreichische Unternehmen öffnen sich gegenüber osteuropäischen Märkten und exportieren mittlerweile einen beträchtlichen Teil ihrer Produkte in diesen Teil des Kontinents. Viele österreichische Firmen gründen Niederlassungen im Osten Europas und einige internationale Unternehmen verlegen ihre Mitteleuropa-Zentrale nach Wien. Wesentlich beeinflusst wird die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs sicherlich durch dessen Beitritt zur Europäischen Union, also zur EU, im Jahre 1995 und der Einführung des Euro als Zahlungsmittel im Jahr 2002. Die österreichische Wirtschaft ist jetzt ein Teil eines Marktes, in dem mehr als 330 Millionen Menschen täglich mit dem Euro zahlen. Österreich mit seinen etwa 8,7 Millionen Einwohnern ist Mitglied eines Zusammenschlusses von europäischen Staaten mit mehr als 500 Millionen Einwohnern, also einer halben Milliarde Menschen. Bis zum endgültigen Zusammenbruch der Sowjetunion, also der UdSSR, im Jahr 1991 weigert sich diese ehemalige Besatzungsmacht, einem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union zuzustimmen. Vertreterinnen und Vertreter der UdSSR behaupten, dass ein Beitritt zur EU der von Österreich 1955 versprochenen immerwährenden Neutralität widerspricht. Österreich anerkennt im Zusammenhang mit dem Beitritt zur EU den neuen Staat Russland nicht als sogenannten Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Russland hat also aus Sicht Österreichs kein Recht, gegen dessen Mitgliedschaft bei der EU etwas zu unternehmen. 1994 sprechen sich bei einer Volksabstimmung mehr als 66% der Österreicher für den EU-Beitritt Österreichs aus. Und die beiden Regierungsparteien, SP und ÖVP, sprechen sich für einen EU-Beitritt und die Oppositionsparteien Grüne Partei Österreichs, die Grünen, und die FPÖ dagegen aus. Heute gibt es in der Bevölkerung und zwischen den Parteien in Bezug auf die europäische Integration unterschiedliche Auffassungen, die vom Wunsch nach einem EU-Austritt bis hin zu einem weitreichenden Verzicht der Unabhängigkeit Österreichs zugunsten eines vereinten Europas nach dem Vorbild der USA reichen. Das sogenannte Schengener Abkommen sieht vor, dass diejenigen Mitgliedsländer der EU, also der Europäischen Union, die diesen Vertrag unterzeichnen, ihre gemeinsamen Außengrenzen ausreichend sichern, damit zwischen diesen Schengen-Staaten Grenzkontrollen für Menschen an den Staatsgrenzen wegfallen können. Von dieser Regelung profitieren insbesondere Österreicherinnen und Österreicher, da diese ohne unmittelbaren Grenzkontrollen in die meisten Nachbarländer reisen können. Eine ausreichende Sicherung der Außengrenzen setzt unter anderem voraus, dass genau kontrolliert wird, wer von außen in diese Schengen-Staaten einreist und ob dessen oder deren Einreise auch wirklich erlaubt ist. Die Schengen-Staaten müssen also zum Beispiel gemeinsam verhindern, dass es zu einer unkontrollierten und illegalen Einwanderung kommt. In den 1990er Jahren kommt es im südlichen Nachbarland Österreichs, also Jugoslawien, zu einer Reihe von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen damaligen Bevölkerungsgruppen. Man spricht von den sogenannten Jugoslawienkriegen. Einzelne Bevölkerungsgruppen, wie unter anderem die Slowenen, Kroaten, wünschen die Loslösung vom Gesamtstaat Jugoslawien, der aus ihrer Sicht von der Bevölkerungsgruppe der Serben beherrscht wird. Es kommt zu mehreren Bürgerkriegen, in denen um die Unabhängigkeit des eigenen Staates
und die Grenzen zwischen diesen neuen Staaten heftig gekämpft wird. Jugoslawien zerfällt in mehrere Staaten. Als eine Folge dieser Kämpfe kommen zahlreiche Flüchtlinge nach Österreich. Von diesen bleiben ungefähr 60.000 Bosnier dauerhaft in Österreich. Im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise ab 2015 kommt es über den Weg durch das Mittelmeer zur Ein- und Durchreise hunderttausender Menschen in die Europäische Union. Die meisten dieser Menschen versuchen in Deutschland, Schweden und Österreich Aufnahme zu finden, da sie dort auf eine besonders gute Unterstützung hoffen. Kommen wir zum sogenannten Proporzsystem. Die Parteien der Zweiten Republik sind in der Regel darauf bedacht, die Macht im Staat möglichst gleichmäßig zwischen sich zu verteilen. Man spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten Proporzsystem. So sorgen jene Parteien, die sich in einer Koalition befinden, dafür, dass in staatlich kontrollierten Betrieben wie dem ORF, also im österreichischen Fernsehen und Rundfunk, den ÖBB, den österreichischen Bundesbahnen oder der österreichischen Nationalbank, Vertreterinnen und Vertreter dieser Parteien einflussreiche Posten erhalten. Dieses Proporzsystem, also die Verteilung von Posten in der Verwaltung des Staates, die sogenannte öffentliche Verwaltung, und in Betrieben, die zumindest teilweise dem Staat gehören, wird ab den 1980er Jahren zunehmend von den Medien und Oppositionsparteien kritisiert und in der Öffentlichkeit immer stärker abgelehnt. Kommen wir jetzt zu den Koalitionen ÖVP-FPÖ bzw. ÖVP und BZÖ. SPÖ und ÖVP können sich nicht mehr auf ein gemeinsames Regierungsprogramm einigen. Die Große Koalition wird nicht mehr fortgesetzt. Das war dann im Jahr 2000. Und in diesem Jahr 2000 kommt es deshalb zu einer Koalition zwischen ÖVP und FPÖ unter dem damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel von der ÖVP, der vom Ausland und Inland wegen der Regierungsbeteiligung der FPÖ ausgeübte politische Druck auf die Regierung, wie zum Beispiel die Androhung von Sanktionen, dann sogenannte Donnerstagsdemonstrationen in Wien, die jede Woche stattgefunden haben, bewirken keine Schwächung der Regierung, sondern diese Maßnahmen stärken in den Augen der Mehrheit der Bevölkerung diese Regierung eher. Streitigkeiten innerhalb der FPÖ führen 2002 zu einem Zerfall der Koalition und Neuwahlen. Und die ÖVP erreicht 2002 erstmals seit 1966 wieder die meisten Stimmen bei einer Nationalratswahl. Die ÖVP stellt in einer Koalition mit der FPÖ und dann mit dem BZÖ, das sogenannte Bündnis Zukunft Österreich, das ist wiederum eine Abspaltung aus der FPÖ, mit dem Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, dem Bundeskanzler. Jetzt kommt es wieder zu einer Rückkehr zur Großen Koalition. 2006 erreicht die SPÖ knapp vor der ÖVP wieder die Stimmenmehrheit. Nur die Parteien SPÖ und ÖVP verfügen gemeinsam über eine ausreichende Mehrheit, um eine Regierung aus zwei Parteien bilden zu können. Diese Koalition aus den beiden Parteien bleibt mit jeweils wechselnden Parteivorsitzenden und Bundeskanzlern in den nächsten Jahren bestehen. Es kommt immer wieder zu öffentlich ausgetragenen Konflikten zwischen Vertreterinnen und Vertretern dieser beiden Parteien. Teile der Bevölkerung erhalten dadurch den Eindruck, die Parteien sind mehr mit dem Streiten als mit der Lösung von wichtigen Problemen beschäftigt. Ich komme jetzt zur sogenannten Weltwirtschafts- und Flüchtlingskrise. Beginnend mit dem Jahr 2007 kommt es zu einer Weltwirtschaftskrise, die in den Folgejahren Österreichs Wirtschaft stark negativ beeinflusst. Zahlreiche Unternehmen geraten in Schwierigkeiten und eine wesentlich höhere Arbeitslosigkeit droht. Der österreichische Staat muss umfangreiche Kredite aufnehmen, um die Folgen dieser Krise für die Bevölkerung abmildern zu können. Besonders die Unterstützung für einzelne größere Banken in Milliardenhöhe stößt in Teilen der Bevölkerung auf große Ablehnung. Die zunehmend hohe Staatsverschuldung und das teilweise sehr geringe Wirtschaftswachstum schränkt die Möglichkeiten des Staates ein, zum Beispiel Maßnahmen gegen die steigende Arbeitslosigkeit und Mittel für Sozialleistungen zu finanzieren. Es wird in diesem Zusammenhang von manchen die Kritik geäußert, dass zwar genügend Geld für die Banken, aber nicht ausreichend finanzielle Mittel für die Österreicherinnen und Österreicher zur Verfügung stehen würden. In den letzten Jahren gibt es zahlreiche Kriege, die Menschen zwingen, ihre Heimat unter anderem im Nahen Osten, im Mittleren Osten, also zum Beispiel Afghanistan, und in Afrika zu verlassen. Viele dieser Menschen versuchen nach Europa zu gelangen. Und ab 2015 wird Österreich
ein Durchreise- und teilweise auch Zielland für hunderttausende Flüchtlinge und Migranten, die nach Mittel- und Nordeuropa zu gelangen versuchen. Es ist umstritten, in welchem Ausmaß diese Migranten aus dem Wunsch heraus, ein wirtschaftlich besseres Leben führen zu können und zum Beispiel wegen der in Österreich erhältlichen Sozialleistungen, wie bei Beihilfen und dem guten Gesundheitssystem kommen. Man spricht bei solchen Beweggründen von sogenannten Wirtschaftsmigranten. Es gibt unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Frage, welche Folgen diese Migrationsbewegungen für Österreich und Europa haben werden. Einige wollen den Zuzug von Menschen aus dem Ausland nach Österreich mit einer sogenannten Willkommenskultur verstärken, um so etwa das Wirtschaftswachstum steigern, den Mangel an Fachkräften verringern und die Anzahl von Menschen, die in die Pensionskasse einzahlen, erhöhen zu können. Andere sehen Österreich und Europa angesichts der großen Zahl an Migranten und den damit einhergehenden finanziellen und sozialen Problemen überfordert. Die Gegnerinnen und Gegner einer verstärkten Migration führen unter anderem als Argumente an, dass viele Migranten nur über eine unzureichende Ausbildung verfügen und deshalb nur schwer einen Arbeitsplatz finden und somit überwiegend Empfänger von Leistungen des österreichischen Sozialsystems sein werden. Aus Sicht von Gegnerinnen und Gegnern einer verstärkten Zuwanderung sind zu viele Migranten vielfach nicht bereit, die in Österreich gesprochene Sprache Deutsch zu lernen, sich in die Kultur Österreichs zu integrieren und Werthaltungen wie etwa religiöse Toleranz anzunehmen. Einige Kritikerinnen meinen, dass Österreich hinsichtlich der Herausforderungen der Zukunft, wie den Themen Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum, ungesicherte Pensionen, Altersversorgung, Chancengleichheit in der Gesellschaft, Gleichberechtigung der Frauen, Umwelt- und Energiefragen und im Bildungsbereich nicht ausreichend vorbereitet sei. Die Unzufriedenheit größerer Teile der Bevölkerung mit der Regierungsarbeit und dem damit einhergehenden Vertrauensverlust beim Wähler und der Wählerin zeigt sich unter anderem in der abnehmenden Zustimmung zu den beiden Parteien SPÖ und ÖVP bei diversen Wahlen auf Bundes- und Landesebene. Besonders profitiert haben von dieser Entwicklung die Oppositionsparteien. Es gibt immer mehr Protestwählerinnen und Protestwähler, die eine der Oppositionsparteien wie etwa Grüne und die FPÖ wählen, um die beiden ehemaligen Großparteien abzustrafen. Die FPÖ kann so etwa mit ihrem Parteivorsitzenden Heinz-Christian Strache bei den Nationalratswahlen 2008 und 2013 und einigen Landtagswahlen starke Zugewinne erzielen. Der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer unterliegt bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016 nur knapp dem ehemaligen Vorsitzenden der Grünen Alexander Van der Bellen. Die Kandidaten der SPÖ und ÖVP erreichen im ersten Wahlgang nur den vierten und fünften Platz. Im Mai 2016 tritt Werner Faymann nach einer Reihe von Wahlniederlagen als Parteivorsitzender der SPÖ als auch als Bundeskanzler zurück. In beiden Funktionen folgt ihm Christian Kernach. 1979 sind etwa 9% der Wahlberechtigten bei der Nationalratswahl Nichtwähler und beteiligten sich nicht an der Wahl. Die Wahlbeteiligung beträgt damals also 91%. Von denen, die tatsächlich ihre Stimme abgegeben haben, erreichen 1979 SPÖ und ÖVP gemeinsam noch über 90% der abgegebenen Stimmen. Und angesichts dieser überaus großen Stimmenmehrheit werden SPÖ und ÖVP auch als Großparteien damals bezeichnet. 2013 erreichen dann die SPÖ und ÖVP gemeinsam nur noch knapp über 50% der abgegebenen Stimmen. Und mit der steigenden Zustimmung der Wähler zu den Oppositionsparteien wie der FPÖ und den Grünen nimmt der Stimmenanteil von SPÖ und ÖVP verglichen mit jenem von 1979 immer mehr ab. 2013 sind bei den Nationalratswahlen 25% Nichtwähler. Jeder vierte Wähler, Wählerin geht nicht zur Wahl und gibt somit keiner Partei die eigene Stimme. Bei der EU-Wahl 2014 beträgt die Wahlbeteiligung sogar weniger als 50%, nämlich 45%. Weniger als jeder zweite nimmt das Wahlrecht in Anspruch. Diese im Vergleich mit 1979 wesentlich niedrigere Wahlbeteiligung könnte ein Hinweis auf die abnehmende Zufriedenheit mit den etablierten Parteien und das Vertrauen in deren Fähigkeit, große Probleme der Zeit lösen zu können sein. Bei einer Wahlbeteiligung von 75%,
und einen gemeinsamen Stimmenanteil von 51%, also die SPÖ hatte 27%, die ÖVP 24% bei der Nationalratswahl 2013, werden die beiden Regierungsparteien letztlich zusammen von weniger als 40% aller Wahlberechtigten gewählt. Darüber wollen immer weniger Österreicher und Österreicher über einen längeren Zeitraum bei einer der Parteien mitarbeiten. So gibt es über die Jahrzehnte hinweg immer weniger Menschen, die Mitglieder einer Partei sein wollen. So hat die SPÖ 1990 noch etwa 620.000 Mitglieder und 2013 etwa 205.000 Mitglieder. Also mehr als 400.000 Mitglieder.